Liegeflächen. Das macht mein Kollege da. Sieht man wahrscheinlich auch auf der Luftbildaufnahme. Ich stelle mal meine Kamera. Ja, alles. Da wir keine chemische Unkrautbekämpfung machen, also Spritzmittel, müssen wir das mechanisch machen. Das passiert hier mit einem Striegel. Das sind so feine Zacken. Und die reißen hier alles auf. Quasi wie meine Finger. Und holen dann hier so Unkräuter raus. Hier sieht man es gut. Hier ist so eine kleine Fahrspur. Da alles Unkraut. Und hier ist der Dinkel. Nochmal an die Stelle zurück. So, hier sieht man gut. Natürlich erwischt der Striegel nicht alles. Also nicht so effektiv natürlich wie die chemische Unkrautbekämpfung mit der Spritze. Aber das meiste reißt er halt dann schon raus. Es liegt dann einfach oben drauf und vertrocknet. Natürlich wird auch ein bisschen der Dinkel mitgerissen. Aber so die Grundpflanze bleibt natürlich bestehen. Ja. Wird einfach oben drauf gelegt, die Sonne macht den Rest. Schlecht wäre es natürlich, wenn es jetzt direkt wieder regnet, dann wird das meiste einfach direkt wieder anwachsen. So sieht das dann aus. Wie ich sag, es nimmt nicht alles mit. Hier ist zum Beispiel noch sowas. Das kriegt er natürlich nicht raus. Ist halt auch begrenzt. Es gibt noch verschiedene andere Methoden. Also mechanische Methoden. Mal gucken, ob wir da in die Zukunft irgendwas investieren können. Damit das alles noch besser wird. Ja. Das meiste. Ja, was heißt das meiste? Ich würde sagen, so 70% zieht er raus. Das hier wird natürlich nochmal alles gestriegelt. Mit der Zeit. Das Wichtige ist halt, dass diese Sachen mit der Wurzel rausgezogen werden. Hier sieht man es gut, ist die Wurzel von dem Unkraut noch dran. Das hier ist jetzt ein 3-Hektar-Schlag. Geht von der Straße unten bis zu unserer Wiese unten. Die Hecke da ist quasi die Grenze. Und da sieht man noch einen weiteren Schlag von einem anderen Landwirt. Ich weiß gar nicht, was hier stehen soll. Ich glaube Weizen. Ja. Der Dinkel hier, muss ich sagen, hat sehr gut bestockt. Also eigentlich, wenn jetzt der Striegel nicht durch war, hat man eben gesehen, macht der Ding eigentlich den kompletten Boden schon gut zu. Also hier, da sieht man kaum noch Boden, so muss das sein. Desto mehr die Pflanze den Boden bedeckt, desto weniger haben die Unkräuter, Platz sich zu entfalten. Meter Striegel, damit kriegt man auch schon einiges gemacht.
glaube, bei der Luftbildaufnahme sieht man ganz schön den Unterschied von den Spuren her. Dieses Hin und Her sieht so ein bisschen aus wie Fußballfeld. Das Striegel mache ich nicht selber. Das macht ein Kollege von mir für mich. Vielleicht sieht man es hier gleich nochmal sehr gut. Hier ist nochmal so eine Fahrspur. Gucken, was da gleich übrig bleibt. Ich glaube, ich muss mir mal irgendwann ein Mikro besorgen und eine richtige Cam. Mache ich alles noch mit Handy. Die hartnäckigen Unkräuter kriegt er natürlich nicht raus. Die ziemlich tief verwurzelt sind, die reißt er eher an. Das hat natürlich auch nochmal einen Effekt, dass die Kräuter beschädigt werden. Die haben schon ziemlich tiefe Wurzeln, wie man sieht. Also 3 cm lang. Wenn ihr die anreißt und es ziemlich trocken ist, dann macht das natürlich auch nochmal einen Effekt, dass die Pflanzen halt denen wurde wehgetan und somit werden die auch nochmal gehemmt. Natürlich das Wachstum, ob das richtig verhindert wird, ist natürlich die andere Sache. Aber solange es gehemmt wird und das Getreide überwachsen kann, ist das gut. Da kommt unser Garten hin für den Verkauf. Das haben wir mal am Sonntag jetzt gemacht mit Freunden, haben wir die kleine Rundbogen- oder Tunnelzelt aufgebaut. Da kommt, denke ich, noch eins hin. In das Zelt kommt, glaube ich, Tomaten, also alles, was so nicht im Regen richtig stehen darf. Und außenrum halt der Rest noch. Ein wunderschöner Sonntag heute. Ich will mal kurz zeigen. Die warten jetzt alle auf Schrot. Zumindest die Bullen hier links und die Rinder rechts. Wenn ich erst nur hier rüber gehe, fange ich schon an auszurasten. Au. Keine Schaufel, Scheiße. Naja, hier ist so ein bisschen Ausputz von der Weizenreinigung. Das sind kleine Körner, Schmachtkörner, gebrochene Körner, sieht man so ein bisschen. So, diese weißen Stellen, das sind gebrochene Körner. Die haben ja alle rausgereinigt. Gott! Tun die dann schroten. Und das sieht dann so aus.
Hier ist jetzt mit dabei Hafer, Dinkel, Weizen, noch ein bisschen kleine Bohnen. Wird dann einfach hier durchgequetscht. Kommt hier oben rein in den Trichter, fällt da durch, durch die Weizen und kommt da raus. Ich gehe jetzt mal eine Schaufel suchen. Schaufel gefunden. Dabei gibt es immer noch ein bisschen Kartoffeln. Die Kartoffeln kommen von einem Bio-Demeter-Betrieb aus meinem Dorf. Das sind eigentlich noch echt gute Kartoffeln. Aber teilweise halt auch irgendwie mit Schäden dran und die werden dann natürlich aussortiert. Die gehen nicht in den Verkauf. Aber wir fressen natürlich gerne. Okay. Ja, musst du rüber gehen. So, alle ruhig. Alle beschäftigt. Ich streue ich einmal am Tag so übers Futter morgens. Quasi nach dem Füttern. Natürlich sind die auch ein bisschen dämlich. Und rollen die Kartoffeln immer runter. Ja. Kleines Holz-Update. Haufen ist ein bisschen kleiner geworden. Es ist sau viel Arbeit und das machen wir immer, wenn so ein bisschen Zeit zwischendurch ist. Ich habe ein Kraus davor, hier die Bretter noch zu säumen. Das wird nämlich, glaube ich, mega viel Arbeit. Hier ist die Rinde noch dran. Muss man quasi einmal die schmalste Stelle quasi rausfinden und dann die Rinde abtrennen, damit die quasi so aussehen. Ja, immer zwischendurch, wenn ein bisschen Zeit ist, dann schneidet man mal einen Balken oder zwei. Alleine ist das ziemlich Murks. Ja, die letzte Woche wurde noch mein alter Schwader abgeholt, beziehungsweise von meinem Vater noch. Den habe ich verkauft. Das war dieser Sternradschwader. Ich probiere mal noch ein Bild einzublenden. Hab mir jetzt neuen gebrauchten gekauft. Das ist dieser hier. Ist ein Stollschwader. JF Stollschwader. Maximale Arbeitsbreite ist 7,60 Meter. Das Ding ist verdammt hoch. Also als ich ihn holen bin, habe ich den mal gemessen. Das sind 4 Meter und ein bisschen. Also unter Brücken durchfahren, muss man schon die Hecketraulik ziemlich runter machen. Manche Brücken hier wird's eng. Natürlich ist das nicht der größte Schwader, den es gibt, aber für mich privat ist es bis jetzt der größte. Wobei dieser Sternradschwader, der verkauft wurde, der hatte 9 Meter Arbeitsbreite, der hier hat halt 7,60 Meter. Wobei ich den wahrscheinlich auch nie auf 7,60 Meter fahren werde, da werden die Schwaden zu groß, dass die Presse quasi die Schwaden nicht mehr aufgenommen bekommt, beziehungsweise der Traktor über die Schwaden fährt und dann bleibt immer was liegen. Also wird da wahrscheinlich im Endeffekt immer so auf 6,50 Meter, 7 Meter stehen, schätze ich mal. Müssen wir probieren. Aber der Schwader hier, der ist wirklich tiptop im Zustand, würde ich sagen. Reifen war platt, die Arme hier.
Also das Spiel ist, finde ich, vollkommen tolerierbar. Wenn hier irgendwas krumm ist, Dotthoff, das ist mir sehr wichtig, kann man die Arme selber tauschen, ohne da gleich 3 Tage eine geschlossene Kurvenbahn aufzumachen. Das hatte ich auch schon alles, war ziemlich nervig. Also hier tut man quasi 3 Schrauben lösen. 1, 2, 3. Und dann kann man einen Arm rausziehen und tauschen. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Wir hatten schon mal einen Stolzwader auf der 3-Punkt, 6 Meter. Und da war das genauso. Das war echt gut. Und hier ist noch ein 6 Meter Schwader am Pöttinger. Arbeitsbreite 6,50 Meter. Maximal kann man auch ausfahren. Ich weiß nicht, wie alt der ist. Der ist von meinem Kooperationsbetrieb. Ich habe den ziemlich viel repariert. Wie gesagt, ist halt sehr, sehr alt. Der funktioniert auch noch. Aber 6 Meter ist halt ein bisschen schmal. Und man muss langsam mitfahren, damit er vernünftig schwadet. Ich hatte, wann war das denn? Ich glaube vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren habe ich die Zinken fast alle neu gemacht. Und die sehen schon wieder aus, als wären sie 35 Jahre alt. Keine Ahnung. Aber jetzt haben wir ja den neuen. Und der sieht eigentlich echt noch aus wie neu fast. Klar, ein paar kleine Macken. Aber sonst, hier mal ein bisschen. Ich meine, den könnte man sogar noch polieren, der wird aussehen wie neu. Hier ist der Bergmann, mit dem ich den Champos gefahren habe im letzten Video. Hier ist dieses Freistreuwerk. Quasi wie ein Düngerstreuer. Schmeißt ca. 17 Meter. Also nicht zu beiden Seiten, sondern insgesamt. Hier sind 2 Walzen drin, die stehen beide so und so. Die lösen quasi das Material innen auf, schmeißen das gegen die Klappe. Das Material fällt hier auf die Streuteller und die drehen sich dann halt auch mit diesen 1000 Umdrehungen oder auch weniger, wie man gerade fährt, und streuen das dann quasi breit. Ist ein 14-Tonner, glaube ich. Also Champos sind es ungefähr so. Ja, wenn man richtig voll macht, vielleicht knapp 10 Tonnen. Aber da muss man schon richtig voll machen. Hallo. Spieleparadies hier für die Kinder. Den Dolly würde ich noch gerne umbauen irgendwann. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Der geht ein bisschen hoch vorne, also hier geht er mir bis zum Kinn und hinten geht er mir so bis zur Brust. Das liegt daran, dass hier bei der Sattelkupplung wurde dieses U zwischengebaut. Normal sitzt die Sattelkupplung, also dieses, genau auf diesem Wellblech hier, ohne das U. Ich weiß nicht, warum die das gebaut haben. Ich denke, für leichteres Ankuppeln. Keine Ahnung. Würde ich gerne umbauen, aber das ist wieder sehr zeitaufwendig. Muss man hier alles los. Ich weiß nicht, ich meine, man sieht ja, die Sattelkupplung hat diese 3 Schrauben und hier in diesem Profil sind auch schon diese 3 Löcher. Also das sollte eigentlich da drauf, nur das hier wird halt dazwischen geschweißt und dran geschraubt. Muss man mal sehen. Aber der Hänger hier ist Bombe. 13 Meter lang, Lenkachse hinten, also mit dem fährst du echt richtig gut. Hier ist unser kleiner Hofladen-Verkaufsraum. Hier wird immer unser Fleisch verkauft. Das ist momentan da in dem Tiefkühlraum. Apfelsaft von 2021. Hier hinter ist unser Anzugsraum, glaube ich, nennt man das. Hier ist jetzt ungefähr 24 Grad drin. Gestern Abend haben wir hier angefangen zu setzen.
Also hier wird, ich denke, nächste Woche wird hier alles voll stehen. Im letzten Video habe ich auch noch gesagt, dass ich hier hinterm Haus, wo die Kühe jetzt im Winter ein bisschen gelaufen sind. Dann siehst du ein bisschen, ich drehe mal die Kamera um. So, überall da steht eine Futterraufe. Hier standen insgesamt 3 Stück. Ja, und über die Zeit hat sich jetzt natürlich immer ein bisschen was angesammelt. Da sieht man so ein bisschen, wie hoch das ist, ungefähr so 50 cm um jede Futterraufe höher wie eigentlich der Boden. Natürlich auch viel Verfahren bei dem ganzen Matsch dann. Das schiebe ich jetzt alles auf den Haufen. Werde es dann noch ein oder zweimal umsetzen über die jetzigen 3 Monate und dann auch wieder auf die Wiesen ausbringen, Miststreuer. Hier habe ich sogar schon ein bisschen gekreiselt, das sieht man so ein bisschen da, oder ich fahre mal rückwärts. Ja, da habe ich sogar ein bisschen gekreiselt, mit der Kreiselecke gerade gemacht, schon wieder alles, damit ich hier halbwegs fahren kann. Tja. Es ist so, es ist halt wieder zusätzliche Arbeit, aber ich finde es auch ein bisschen blöd für die Kühe im Winter. Die müssen sich hier manchmal so ein bisschen durchkämpfen, gerade wenn es echt lange am Stück regnet, dann ist es echt nervig. Aber ich probiere natürlich auch, die Tiere dann in den Stall zu holen, wenn es so viel regnet. Ist halt so, ne? Jetzt sind sie hier überall draußen. Ist ungefähr, was sind das? 17 Muttertiere, der Zuchtbulle und die männlichen Kälber von den Müttern. Ich habe die getrennt. Das sind jetzt alles nur die männlichen von denen. Die männlichen Kälber mit den Müttern sind quasi jetzt draußen. Die Mutterkühe mit den weiblichen Kälbern sind jetzt alle im Stall, müssen auch schon wieder gedeckt sein. Und natürlich lasse ich den Bullen dann auch bei den männlichen mitlaufen, weil männliche können sich halt nicht gegenseitig decken. Das ist halt dieser Faktor mit der Inzucht. Da muss man echt aufpassen, dass die Bullchen nicht die Rinder decken. Ne? Wenn man die nicht zeitgemäß trennt, dann kann es natürlich sein, dass die Bullen die Rinder decken. Auch schon die kleinen Rinder. Also manche Angus sind frühreif mit 8-9 Monaten. Dann. Und das ist dann natürlich dann eine Katastrophe. Wenn die dann nach 9 Monaten kalben, sind die 16-17 Monate alt. Das ist ja total, das geht nicht. Also am besten ist eine Abkalbezeit, beziehungsweise Abkalbealter von so 24 bis 28 Monaten. Also so probiere ich es mir anzugewöhnen. Da ist der Zuchtbulle. Jetzt sind hier ziemlich viele Kühe stierig. Also die sind geil, wenn man es so sagen kann. Und alle Bullenkälber und natürlich auch der Zuchtbulle rennen den Kühen hinterher. Manchmal sieht man so ein bisschen Gerangel, dann sagt der Bulle, ey, lass mich mal hier durch. Das ist mein Pfad. Und nicht die Kleinen. Die Kleinen kommen natürlich eh nicht da in die Nähe von der Mutter. Da sieht man es jetzt. Ja, die Kuh jetzt, die hier rüberkommt, ist halt stierig, der Zuchtbulle dahinter und ein paar kleinere auch dahinter. Und zum Beispiel, ich kenne die Kuh da, das Bullenkalb, was jetzt als zweites, was jetzt anfängt zu springen, das ist sogar der Sohn von der Mutter. Also da probiert der Sohn halt die Mutter zu springen. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Also Inzucht ist Inzucht, was da dann rauskommt. Ist nicht so toll manchmal. Natürlich kann auch sein, dass alles gut ist, aber wie gesagt, ist halt scheiße und soll man nicht. Ist nicht gut. So, ich mache das hier noch fertig. Wir können das ein bisschen abtrocknen. Man sieht es ja, ist ja nass. Da stehen sogar noch die Pfützen teilweise. Hat heute Nacht frisch geregnet. Dann trocknen sie ein bisschen ab, dann kann ich den Rest auch noch kreiseln und neu einsehen. Das mit dem nur einsämen,
klappt bei so Sachen hier eigentlich nicht so toll, weil der Boden so verfestigt ist durch dieses Rumgefahren natürlich. Und das bisschen Kugeltrampel, das macht jetzt eigentlich nicht so viel aus, aber es ist ja der Faktortraktor, der dann da rumeiert und alles zermatscht und festfährt. Natürlich wäre jetzt sehr gut, wenn ich den Boden richtig tief auflockere, aber hier ist so viel Humus jetzt drin und der ganze Mist, das hindert alles das Gras beim Wachsen. Natürlich wird hier nachsehen, aber was dann aufkommt, werden wir sehen. So, ich habe mal in einem vorherigen Video gesagt, bezüglich dieses Quads, also Articat, ATV, die Tausender Katze, war der Anlasser kaputt. Ein guter Kollege, Freund, hat jetzt einen Anlasser endlich gefunden, nachdem ich echt nur Stornierungen bekommen hatte. Die letzte wurde auch storniert, die eigentlich schon fast ausgeliefert sein sollte laut denen, aber wurde jetzt doch wieder storniert. Ja, ich habe das jetzt mal alles eingebaut. Einfach überbrückt, Batterie ist natürlich tot nach dem langen Stillstand. Sie geht an. Nur gut, dass ich einfach mal vor das Fett gegangen bin. Das ist, wenn man vergisst, eine Schraube reinzumachen. Da, ich weiß absolut nicht mehr, was da drin war und wofür das war. Ich muss mal suchen, das ist der Anlasser. Auf jeden Fall hat das ganze Öl hier rausgespaut. Ja. Gut, dass er noch lebt und gut, dass ich ihn ausgemacht habe. Hier ist der alte Anlasser. Da sieht man vorne, ich weiß nicht warum. Kaputt. Sieht das so ein bisschen, ist verjüngt. Ja, jetzt muss ich mal gucken, was da reinkommt. Was für eine Schraube in dieses Loch kommt, wo das Öl rausgekommen ist. Weil ich habe echt keine Ahnung. Dafür gibt es ja Expo-Zeichnungen, ne? Auf jeden Fall, Quad wird noch komplett auseinandergebaut. Also stand jetzt echt lange. Hat überall der Dreck angesetzt jetzt wieder. Wird lackiert. Ich glaube John Deere grün. Ich denke mal. Das ist die Farbe, die ich noch da habe auf jeden Fall. Ja, Hülsen noch neu. Das ist die Radaufhängung quasi. Hier ist das der oberste A-Arm. Mache ich überall neu. Wird auch von einem Kollegen angefertigt. Ein bisschen stabiler. Scheiß Sonne. Nicht scheiß Sonne, gute Sonne. Ein bisschen blöd ist das hier, dass ich die Kamera nicht drehen kann. Ich kann die Kamera nicht während dem Video drehen. Also ich kann jetzt nicht einfach nach vorne switchen. Glaube ich zumindest. Ein bisschen dreckig, würde ich sagen. Ja. Ich tue mal das Öl binden. Und neues reinfüllen. Und dann nochmal. So, wir haben das Quad jetzt mal noch ganz auseinandergebaut. Weil wir den Motor abschrauben mussten. Wegen dem scheiß Ding hier. Also das hier ist die hintere Kardanwelle. Geht quasi vom Motor an das hintere Differential. Und treibt die quasi die Hinterachse an. Da es ein ATV ist, altere Vehikel, hat das vorne das gleiche, halt auch so, da ist es das Differential, da ist es der Getriebeausgang. Nur, das ist so dumm bei Articat gelöst, also, ja, glaube ich fast gar nicht. Und
So. Sie ist vorne, sie ist hinten. Hinten ist das einfach hiermit geflanscht. Hier sind Schrauben drin, die schrauben wir raus. Auf der, am Quad ist das Gegenstück davon. Fertig, zieht man die vorne raus. Fertig, hier ist die vorne gesteckt. Und die war hinten gesteckt, quasi so. Wie man sieht, ich habe das hier alles abgeflext, weil wir da keine Chance hatten, das irgendwie rauszubekommen. Das ist so ein Murks. Echt. Das hat mich so genervt. Jetzt habe ich das ganze Ding hier durcheinander geflext, weil das so dumm gemacht ist vorne. Hinten echt 5 Minuten war das Ding raus. Das ist hier, da muss man sogar die Motor abbauen, um da überhaupt irgendwas zu bewegen. Also hier sieht man das noch. Hier ist die Kronenmutter. Da. Quasi die muss man abschrauben, für dieses Teil daraus zu kriegen. Aber vor diesem Teil, also, sieht so aus. Wie sieht man es am besten? So sitzt das da drauf. Aber man sieht ja noch die abgeflexten Stücke da. Und normalerweise sitzt dieses ganze Teil davor. So. Also, man hat überhaupt keine Möglichkeit, da mit irgendeinem Schlüssel dran zu kommen. Ich weiß nicht, ob man das erst auseinanderbauen soll, aber das Ding ist ja schon so alt. Also man kann hier die Gelenke halt vorher auseinanderbauen. Aber das kriegst du ja nicht. Da musst du in den Quad da rumschlagen oder rumdrücken. Das kriegt man nicht hin. Also da bin ich echt schwer enttäuscht von. Weil hier sieht man, das ist alles in die Jahre gekommen und kaputt. Und da sind halt keine Schmiernippel dran oder sonst was. Nix. Ich habe mir mit angeguckt, nur hier vorne dieser kleine Stummel kostet um die 200 Euro. Und hier hinten die groß. Die kostet, glaube ich, 350 sogar, also, ja, kann man nicht viel zu sagen, aber ist halt so. Ja, wie gesagt, hier die Hülsen werden auch neu gemacht. Sind die vom A-Arm. Wir haben ja den Motor und Spanngott zurückgezogen. Ja. Tja. Also viel Platz ist nicht mehr gewesen. Man sieht ja hier, da ist der Rahmen und hier ist der Zylinder, der erste. Hier ist der zweite, da ist auch nicht mehr viel Platz. Nervig, echt nervig. Hätte nicht sein müssen. Hätte man vorne genauso ein Flansch machen können wie hinten, finde ich. Oder sich was anderes überlegen, dass man das irgendwie da rauskriegt. Ja, so, wir haben gestern Abend noch neues Licht bekommen. 4 Lampen. Jetzt sieht man hier drin mal abends was, also richtig cool.